So, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. So, heute auch wieder in besserer Qualität, weil ja, die letzten Folgen waren von der Qualität her nicht ganz so gut, aber das sollte jetzt eigentlich gefixt sein. Sollte. Ja, sollte gefixt sein. So. Hier stellen wir meinen Helfer wieder ein. Hier muss ich dich, glaube ich, noch abtanken. Der hat aber einiges vergessen. So. Ja, das passt. Was haben wir da angepflanzt? Gerste. Gerste, Weizen, 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 Gerste, würde ich sagen. Ach, der ist schon wieder fertig. So, machen wir halt das Stückele hier noch weg. So, dieses bisschen noch. Jedenfalls, es müsste jetzt eine bessere Qualität sein. Eieiei. Es müsste auf jeden Fall jetzt eine bessere Qualität sein, weil ich ein bisschen was umgestellt habe. Aber das müsstet ihr eigentlich schon gemerkt haben. Es lag nicht bei mir, sondern in meinem Renderprogramm musste ich ein bisschen was verfeinern. Und deswegen war es manchmal so ein bisschen, wenn ich mich gedreht habe oder so, verpixelt. Und das sollte jetzt eigentlich beim Landwirtschaftssimulator jedenfalls behoben sein. Ab der Folge hier. Und ja. Gucken wir mal, dass wir hier dieses Feld auch noch schnell abernten. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Sieht man ja, dass es recht schnell geht. Schauen wir mal. So, sieht doch gut aus, was mein Mähdrescher hier macht. Ordentlich, macht das mal ein bisschen ordentlicher hier. So. Hau mal den zu. So, es ist echt nicht so viel, das Feld. Also wenn du hier mit dem großen Drescher durch arbeitest, ist es hier echt schnell gemacht. Wo du vorher ewig gebraucht hast. Das sind echt Zeitersparnisse um fast 100% gestiegen. Oder, ja, Zeitersparnis. Von mindestens guten 20 Minuten oder mehr. Ich glaube sogar fast mehr, was wir damals echt ewig gebraucht haben, das macht er jetzt so richtig schnell weg. So. Und nach vorne. So, sehr schön.
Das Feld ist echt fast schon wieder gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen gleich den Helfer rein. Ich guck mal was an. Wenn wir die Bahn hier zu Ende haben. Weil ich glaube, Raps kann ja auch hier unten schon gar nicht mehr lagern. Hier oben. Beim Bauernhof. So, hier nochmal nach oben. Zack. Du siehst doch gerade gar nicht. Du machst gerade das Gesäte weg. Will das Teil mich verarschen? So, jetzt macht das richtig. Wow. So, machen wir das schnell. Ist nur noch eine Bahn. Was wir hier machen müssen. Das ist schon mal gut. Na, noch wegen hier rüber. Genau, sehr schön. So, diese wunderbare New Holland. Gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Also, mit der Arbeitsbreite, mit dem Teil, kann man sich echt nicht beschweren. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch wenn wir momentan eher noch so ein etwas kleinerer Unternehmen oder Bauernhof sind. Ich würde uns echt nur als klein bezeichnen, weil wir haben zwar zwei große Maschinen. Das ist einmal der hier, der New Holland und der New Holland Mähdrescher. Aber sonst sind wir eigentlich relativ klein noch besetzt. So. Das Feld haben wir. Mach mal ein wenig schneller. Okay, hat er es sogar noch geschafft hier. So, dann fahren wir das Teil mal wieder aus. So. Hast aber noch ein bisschen was vor dir, IHC. Guck nochmal nach, wie weit der oben schon ist. So. Der hat noch ein bisschen was. Oben war noch ein bisschen was. Auf jeden Fall die zwei Bahnen können wir fertig machen. Und dann können wir demnächst auch schon wieder spulen. Dann können wir in der nächsten... Nee, in der nächsten Folge noch nicht. Können wir demnächst vielleicht sogar schon wieder spulen. Und dann geht's an die Ernte wieder. Und das macht er wieder so schnell. Das ist krank.
Hier unten braucht mal ewig. Was vielleicht noch interessant wäre, wenn hier endlich mal eine große Nachfrage kommt, weil momentan haben wir keine großen Nachfragen. Da sieht es momentan echt mickrig aus mit Nachfragen. Du hast deine Arbeit nicht erfolgreich beendet. Aber finde ich gut, dass es dass es jetzt dort steht. Das hat damals der Inspektor-Mod gemacht. Der hat das damals für den gemacht. Aber jetzt finde ich auch gut, dass es dafür einen Mod gibt. Helfer A hat den Kontakt voll. Wow, im Ernst? Mach mal gleich, wenn ich hier diese Bahn abgeschlossen habe. Und fertig. Und mal zuklappen. Obwohl, nein, bleib da. Oh, ich habe mich wieder reingerettet. Speichern. Ich weiß nicht, was da jetzt war. Boah, im Ernst? Wegen so wenig ist der Korntank voll. Wow. Ich muss dann definitiv wieder was umändern. Weil ich spiele momentan im Fenstermodus. Und das gefällt mir irgendwie gar nicht. Noch mal hier ausspannen. Du hast deine Arbeit fast beendet. So, hier noch ein bisschen was hin. Gut. Ein Feld hast du noch vor dir hier, guter Kerl. Das kannst du auch noch reinmachen. So. Boah, im Ernst. Die Helfer fahren halt nur stur ihre Linie. Stur. Finde ich ein bisschen blöd. Und das nächste Feld bitte mal machen. Danke. Och, Helfer! Du machst doch alles falsch, oder?
Eigentlich muss ich dir dafür den Lohn abziehen. Ich kann doch nicht ständig den Helfer überwachen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das will ich auch gar nicht machen. Nein, und da ist schon wieder dagegen gefahren. So. Kippen wir das hier mal ab. Na, verdammt. So. Wie viel haben wir jetzt hier schon drin? 45.000 Liter, oder? Ja. War gut. Ich glaube, in den Hänger passen insgesamt 39.000. Ist schon ein bisschen was. Ey, im Ernst? Der macht das schon wieder. Helfer, dein Ernst? Dein fucking Ernst? So, jetzt weißt du, was du zu tun hast. Danke. So. Mach einfach. Mach einfach, dass es passt. So, aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.